Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 3. Unsere Start-Sim singt gerade. Singen den Refrain, das bringt bestimmt. Schaut überhaupt hier. Ja, schauen 1, 2, 3, 4, 5 Leute zu. Und der geht hier voll ab. Kannst du dann einfach mal so über Karriere reden? Ey, du möchtest ins Spukhaus, okay. Wie geht's dir, Serena? Ich denke, dir geht's gut. Dir geht's auch bestimmt ganz gut. Die eine tanzt hier sogar. Ey, die haben Plus. Ich glaube, ein Plus ist jetzt nicht schlecht. Okay, jetzt erzählt sie was und dann kann sie ja gleich wieder ein Lied spielen und zwar... Neuer Glanz. Das ist bestimmt übelst geil. Ich hoffe, sie kotzt jetzt nicht in 4 Minuten, weil Tier zu schnell gefressen hat. Ist das gerade ein Lied? Oh Gott. Hier möchte Bonhilda sagen. Das ist die, wo aufräumen, dann rennt unser Kind wahrscheinlich an und schreit durch die Gegend. Kenne ich schon. Ach ja, Serena ist ja ein bisschen kaputt gegangen letzte Folge. Sie ist eigentlich zum Teenager mutiert, aber irgendwie ist sie immer noch ein Kind. Und jetzt stimmen ihre Proportionen nicht mehr so ganz. Also ich glaube, ihre Beine sind auch irgendwie... Ja, das sieht hier ganz creepy einfach nur aus. Also sie hat irgendwie fette Oberschenkel, aber ihre Füße sind irgendwie voll klein im Gegensatz dazu. Es ist interessant. Sie ist irgendwie kaputt gegangen. Wenn jemand weiß, wie wir den Bug lösen, kann es gerne posten. Ich habe einfach gehofft, dass es sich von allein löst, dieses Problem. Aber irgendwie wird das nicht so ganz. So, er kann ja einfach mal pennen gehen. Und sie eigentlich auch. Oder sie sagt, ich möchte noch einen Trank entwickeln. Komm, Serena, das schaffst du. Und dann geh einfach pennen. Egal was passiert, vielleicht stirbst du auch, das wäre jetzt auch nicht das Schlimmste. Und sie ist noch schön am Auftreten. Ich glaube, sie ist jetzt gerade fertig. Okay, bist du jetzt durch? Oder kannst du hier nochmal Bühne aufbauen? Hier. Kannst du nochmal auftreten? Ja, irgendwie nicht. Es hat auch keiner gesagt, wie ihr Job war. Ja, bis 22 Uhr geht nämlich deine Show. Oh, Serena hat Geburtstag. Der Bug hat sich doch von alleine, glaube ich, gelöst. Bitte, Serena, funktioniere. Funktioniere, dass du Geburtstag hast und ein normaler Mensch bist. Kennt ihr diese kleinen Wüchsigen? Die, wo dann auch praktisch so die Proportion nicht mehr stimmen? Vielleicht ist sie das. Das ist ja nicht schlimm, ist okay, sie ist eine Nachteule. Okay, cool. Hey, du bist ein normaler Mensch. Glückwunsch, Serena. Okay, sie möchte einen Teilzeitjob. Ach, du bist aber krank. Natürlich, wenn du Geld verdienen willst, gerne. Er sagt gerade ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil sie ein normaler Mensch geworden ist und hier sucht ihr einfach einen Job, okay? Okay, du kommst einfach heim und dein Auftritt, keine Ahnung. Ja, komm heim, leg dich einfach ins Bett, wir reden nicht mehr drüber. So, was macht Serena? Was braucht sie für einen Job? Serena ist ja schon eher so von den Merkmalen her eine Bitch. Verkäuferin, die schreit uns doch die Leute an. Das ist bestimmt auch nichts für sie, aber es wird zu ihren Nachteulending passen. Komm, sie wird Friedhofswärterin, kriegt sie auch 33 in der Stunde. Okay, dann kannst du einmal pinkeln gehen. Okay, das hast du selber entschieden. Gut so, Serena. Yay, sie hat einen Teilzeitjob angenommen. Wie lange sie sich darüber noch freuen wird.
Oh cool, das ist so ein. Wenn ihr wollt, dass wir mal die Universität in Sims 3 sehen wollen, also dass wir die mal zusammen spielen, könnt ihr das auch mal gerne schreiben. Ich habe auch gesehen, dass Sims 3 eine sehr hohe Aufrufzahl immer hat und auch eine hohe Wiedergabezahl. Also Sims 3 ist, glaube ich, also als ich das jetzt gerade aufnehme, das ist eigentlich recht aktuell, weil Sonntag, glaube ich, die letzte Folge kommt und ich habe zwei jetzt schon und eine kommt dann noch. Also die hier. Also sollte es Mitte nächste Woche sein. Auf jeden Fall, zurzeit läuft My Time Epotia, Blendcruster und eben Sims 3. Und Sims 3 hat recht hohe Aufrufzahlen, ich glaube auch die höchsten Kommentare. Und Blendcruster ist aber dicht dahinter und My Time Epotia ist halt so, das hat halt seine festen paar Zuschauer und das ist in Ordnung, aber Sims 3, das geht ein bisschen sehr ab. Also ich denke auch, dass euch Sims 3 besonders immer gefällt, keine Ahnung. Was möchte ihr Serena das Fahren beibringen? Heiraten. Kannst du gerne machen. Hier, heirate Linda. Ich möchte jetzt aber in ein Spukhaus. Wir kaufen nicht Bonhildas Sarg. Ja, fahren lernen, das wäre eine Idee, aber ich brauche Geld für ein Auto. Das ist so eine Nebensache, die vielleicht nicht so ganz bewusst ist, dass Autos Geld kosten. Eine Fahrschule gibt es ja hier nicht, soweit ich weiß. Oder? Ich weiß nicht, wo eine Fahrschule ist. Und in Amerika gibt es, glaube ich, auch nicht sowas wie eine Fahrschule. Da bringt man das so sein Kind bei und das muss halt dann einfach eine Prüfung bestehen und Ende. Ob das jetzt so erfolgreich ist, ich bin mir da nicht so sicher, weil es gibt halt auch Eltern, die eigentlich im Führerschein nicht so verdient haben. Aber in Amerika darf man, glaube ich, auf der Autobahn jetzt auch nicht so rasen wie bei uns. Weil bei uns darf man ja, gibt es ja eigentlich kein Tempolimit auf Autobahnen. Es gibt's ja, es gibt den Richtwert und mehr gibt es ja nicht. Oha, Serena hat Stimmungsschwankungen, das ist ganz schlecht. Oh, sie ist voll angepisst, einfach nur. Sind die dem verschimmelten Ding? Ey, er hat kochen gelernt. Geil. Er macht extra was Gutes zum Essen. Der Rest ist einfach so, wir essen den Salat von gestern Abend. Wir essen deine fettigen Waffeln nicht. Ich bin mal sogar so frei und leg die in den Kühlschrank. Du darfst dann pinkeln gehen und duschen. Mit Flair duschen, bitte. Und dann darfst du einmal in das Spukhaus gehen. Und ich glaube, das ist heute wieder ein Auftritt, oder? Nee, du hast heute keinen Auftritt. Dann werden gleich wieder Missionen für dich kommen. So, du. Wie sieht's mit deiner Arbeit aus? Berichte bräuchtest du mal ein paar, aber ja. Ja, wir kaufen uns ein Auto, sobald wir dafür Geld haben. Kampfkunstfähigkeit kann ich dir irgendwie nicht so ganz beibringen. Und heiraten, ja, wir werden sie schon noch heiraten. Hast du irgendwelche anderen. Ach so, ermüdet sein. Ja, hier dann lauf. Mach einfach schneller Sprint. Viel Spaß. Schönen Tag dir noch. Und du hast Launen. Schön. Dann hab deine Launen. Dann ist Lindas Tag heute wohl das Spannendste. Vermute ich mal, weil er powert sich hier eine Runde aus. Bis um 10:30 Uhr, also eine Stunde lang, und dann kann er seinen Auftrag wegbringen. Kampfkunst, ich habe halt keine Ahnung, wie er das trainieren kann. Sie ist hier am Experimentieren. Sie will gleich das ganze Haus wahrscheinlich abfackeln. Das passiert schon mal. Sie hat heute einen Glückstag, weil sie merkt mal, Glückspilze ist. Habe ich voll vergessen. Ab ins Spukhaus. Ein wunderschöner Tag mit Linda. Oh, ja. Und dann geht die Scheiße wieder los. Dass wir hier jeden hinterherrennen dürfen. Aber geh erstmal ins Spukhaus, dass du dir einen Traum erfüllst. Träume sind wichtig. Aber es ist schon mal wichtig, dass Serena jetzt hat ihren. Ist es ein Geist da oben, der festhängt? Oh, was hat sie geschafft? In vierte Demi. Was? Okay, das ist creepy.
Ja, ist ein Creep, you can't, da müsstest du Apfelbeiß machen, das kannst du ja dann auch machen. Jetzt fahr erstmal zu den. Was war das gerade für ein komischer Pantomime mit Creepy? Egal. Ich verabschiede mich mal einfach mal an dieser Stelle und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder bei Sims 3. Bis dahin. Tschüss.